Segne uns, lege auf uns deinen Frieden. Segnend halte Hände über uns, rühr uns an in deiner Kraft. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr, der uns in seine Nachfolge ruft, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, seid willkommen geheißen zu unserer Frühmesse an diesem sonnigen Morgen. Die Kirche gedenkt heute der heiligen Maria Goretti, eine jugendliche Märtyrerin. Im Alter von 12 Jahren hat sie ihr Leben geopfert und hat sich widersetzt einem Burschen, der Gewalt antun wollte. In der Kraft Christi hat sie ihm auch noch sterbend vergeben. Christi Sieg über Sünde und Tod feiern wir in jeder heiligen Messe. Auch diese jugendliche Heilige, sie zeigt uns, dass sich festmachen in der Ewigkeit Gottes. Da bekommen wir Kraft in allen Leiden auch bei ihm sich festzumachen. Das ist unsere Haltung. Herr Jesus Christus, mit uns unterwegs zur ewigen Heimat, Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Mit uns unterwegs in der Kraft des Heiligen Geistes, Christus, erbarme dich. Mit uns unterwegs als Spender des Lebens, Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er lasse uns Schuld und Sünde nach und er führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, am Gedenktag deiner heiligen Märtyrerin Maria Goretti rufen wir zu dir. Gewähre uns jene Treue im Bekenntnis zu deinem Namen, die du ihr geschenkt hast, und nimm unser Leben an, wie du das Opfer ihres Lebens angenommen hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Hosea. So spricht der Herr: Ich selbst will Israel, meine treulose Braut, in die Wüste hinausführen und sie umwerben. Sie wird mir dorthin bereitwillig folgen, wie in den Tagen ihrer Jugend, wie damals, als sie aus Ägypten heraufzog. An jenem Tag, Spruch des Herrn, wirst du zu mir sagen, mein Mann, und nicht mehr mein Baal. Ich traue dich mir an auf ewig. Ich traue dir mir an, um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht, von Liebe und Erbarmen. Ich traue dich mir an, um den Brautpreis meiner Treue. Dann wirst du den Herrn erkennen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Ich will dich preisen Tag für Tag und deinen Namen loben immer und ewig. Groß ist der Herr und hoch zu loben, seine Größe ist unerforschlich. Ein Geschlecht verkünde dem anderen den Ruhm deiner Werke und erzähle von deinen gewaltigen Taten. Sie sollen vom herrlichen Glanz deiner Hoheit reden. Ich will deine Wunder besingen.
Sie sollen sprechen von der Gewalt deiner Taten. Ich will von deinen großen Taten berichten. Sie sollen die Erinnerung an deine große Güte wecken und über deine Gerechtigkeit jubeln. Der Herr ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Gnade. Der Herr ist gütig zu allen, sein Erbarmen waltet über all seinen Werken. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als Jesus redete, kam ein Synagogenvorsteher, fiel vor ihm nieder und sagte: Meine Tochter ist eben gestorben. Komm doch, lege deine Hand auf, dann wird sie wieder lebendig. Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Da trat eine Frau, die schon 12 Jahre an Blutungen litt, von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich: Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Jesus wandte sich um, und als er sie sah, sagte er: Hab keine Angst, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und von dieser Stunde an war diese Frau geheilt. Als Jesus in das Haus des Synagogenvorstehers kam und die Flötenspieler und die klagenden Leute sah, sagte er: Geht hinaus. Das Mädchen ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn nur aus. Als man die Leute hinausgedrängt hatte, trat er ein und fasste das Mädchen an der Hand. Da stand es auf. Und die Kunde davon verbreitete sich in der ganzen Gegend. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind in der Woche, wo wir Freude und Leid auf Gott hin ausrichten wollen. So haben wir es gestern zugesprochen bekommen. Und so hören wir es auch heute wieder. Jesus ist quasi am Höhepunkt seiner Wunderzeichen angelangt, zur Untermauerung seiner neuen Lehre. Und wenn hier die Rede ist, dass dieser Vater so an ihn glaubt, dass er sagt: Du kannst kommen und meine tote Tochter wieder lebendig machen, da merken wir, dass der Glaube hier ganz abzielt auf die Gottheit Jesu. Nur Gott kann lebendig machen, dass Jesus quasi der Geber dieses Lebens von Gott her ist, wird hier deutlich. Eingefügt ist dann noch diese Erzählung von dieser so lange leidenden Frau und auch ihr Glaube, der ihr sagt: Mit ihm in Berührung kommen, dann wird alles gut. Und beide bekommen recht. Die Frau ist schlagartig geheilt und der Herr richtet die tote Tochter auf und sie bekommt Leben zurück in dieser Welt. Wir lernen aus dieser Geschichte, unseren Glauben an Jesus zu stärken, dass er uns ewiges Leben gibt, dass er Gott ist, dass er Heil macht, was jetzt noch unheil ist. Wir hatten es ja gestern auch gesagt: Bringt mir eure Kreuze, bringt mir eure Lasten, nicht, dass sie weggenommen werden alle, aber dass sie leicht werden, wenn ihr sie aus meiner Kraft der Ewigkeit her seht und trägt. Also wollen wir heute in dieser Ausrichtung, in diesem Glauben leben, dass wir von Jesus ewiges Leben bereitet haben, ewiges Heil. Und das bringt uns zurück in die Freude, so wie die heilige Maria Goretti, die auch die Ewigkeit so im Blick hatte, dass sie dafür starb. Amen.
Hören wir in einer kurzen Stille, welches Wort der heutigen Lesungen uns persönlich anspricht. Die Kunde von ihm verbreitete sich in der ganzen Gegend. In unseren Anliegen, Nöten und Sorgen wenden wir uns voll Zuversicht an den lebensspendenden Gott und bitten: Schenke der müde gewordenen Kirche neue Jugend. Gott, du Freund des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Bewahre die Menschen vor Katastrophen, Terror und Krieg. Gott, du Freund des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Nimm dich der Kranken und Leidenden an. Gott, du Freund des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Geleite die Reisenden sicher an ihr Ziel. Gott, du Freund des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Schenke dem Verstorbenen das ewige Leben. Gott, du Freund des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen die heutige Messintention einschließen. Anna Lengauer zu Ehren der Gottesmutter. Gott, du Freund des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen auch unsere persönlichen Bitten in einer kurzen Stille vor Gott hinbringen im festen Glauben, was wir uns am meisten erbitten heute. Gott, du Freund des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Jesus Christus, du reichst uns deine Hand und wächst uns auf zu neuem Leben, zu mutigem Einsatz in unserer Welt, in deinem Segen. Dir sei Lob und Dank in alle Ewigkeit. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Lege auf uns deinen Frieden, segnend halte Hände über uns, rühr uns an mit deiner Kraft. In die Schulterwelt hast du uns gestellt, um vergeben zu ertragen. Dass man uns verlacht, uns zu Feinden macht, dich und deine Kraft verneint. Herr, wir bitten, komm und segne uns, lege auf uns deinen Frieden, segne und halte Hände. Rühr uns an mit deiner Kraft. Lasset uns beten. Herr unser Gott, wir bringen unsere Gaben dar am Gedenktag der heiligen Jungfrau Maria Goretti. Um ihres Glaubens und ihrer Treue willen hast du sie zur Anschauung deiner Herrlichkeit geführt. Gib, dass auch wir festhalten am Bekenntnis unserer Hoffnung, damit wir Verzeihung der Sünden erlangen und bei dir ewigen Frieden finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deine Größe zu rühmen. In ihrem Martyrium offenbarst du das Wunder deiner Gnade, denn in der menschlichen Schwachheit bringst du deine göttliche Kraft zur Vollendung. Sie sind Christus nachgefolgt auf dem Weg des Leidens
und haben ihr Blut vergossen als Zeugen des Glaubens. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, all deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Jakobus, unserem Pfarrpatron, mit der heiligen Maria Margoretti, mit allen Heiligen unserer Diözese und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Manfred,
Altbischof Ludwig und Maximilian und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde. Führe zu dir alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. So bitten wir ihn. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn in unseren Herzen, in unseren Familien, in unserer Welt, der Friede Jesu Christi sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Nicken wir einander zu als Zeichen unserer Versöhnungsbereitschaft und Verbundenheit. O Lamm Gottes, unschuldig, am Stamm des Kreuzes geschlachtet, allzeit erfunden geduldig, wie wohl du warest verachtet, als Sünd hast du getragen. Sonst müssten wir verzagen. Erbarm dich unser, o Jesu. Gib deinen Frieden, o Jesu. Seht Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wenn ich auch nur den Saum seines Gewandes berühre, werde ich geheilt. Blut Christi, schenke uns das ewige Leben.
Der Gerechte muss viel leiden, doch allem wird der Herr ihn entreißen. Der Herr erlöst seine Knechte und alle, die sich zu ihm flüchten. Zum Dank die vierte Strophe. Herr, wir bitten, komm und segne uns, lege auf uns deinen Frieden, segnend halte Hände über uns, rühr uns an in deiner Macht, in das Leid der Lasst uns beten. Gott, unser Vater, du hast uns mit dem heiligen Brot genährt und in Christus zu einem Leib verbunden. Er hat uns zuerst geliebt, gib, dass uns nichts von seiner Liebe trenne. Und wir nach dem Beispiel der heiligen Märtyrerin Maria Goretti in aller Anfechtung standhalten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Danke für euer Kommen und Mitfeiern der Heiligen Messe.
Lasst uns ermutigt im Glauben den lebensspendenden Christus alles bringen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne euch, alle, die euch anvertraut sind, alle, denen wir auf unserem Lebensweg begegnen, der uns so sehr liebende dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wem die Zeit noch geschenkt ist, wir verweilen noch in der Kommunionvereinigung, während wir die sieben Vaterunser zu den Schmerzen und Freuden Mariens beten. Geht in seinem Frieden. Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn.